Und willkommen zurück zu einer Folge City Skylines mit mir. Und wir sehen hier die ersten Straßenbahnen, die das Depot verlassen. Wir haben in der letzten Folge noch fix etwas Straßenbahnen gebaut, weil davon hatten wir bis jetzt noch nichts. Und ich habe mir gedacht, Straßenbahnen sind hübsch, also kann man sie nutzen. Und habe eine Linie gebaut, die einmal quer durch die Stadt geht, von der Bucht bis hier vorne zu dem Industriegebiet. Und wir sehen, wie gerade die Bahn die Strecke bevölkert. Selbstverständlich ist da noch nicht wirklich irgendwas los, aber das stört uns jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall dürfen die Bahnen fahren, die sie lustig sind. Ich lasse jetzt einfach mal weiterfahren. Hier ist noch eine Ampel, die möchte ich noch nicht. Zack, weg. Wir haben auch diese Straße hier etwas verbreitert, dementsprechend gibt es hier wohl neue Ampeln, die ich alle erstmal wegmachen muss. Zack, weg. Es sind zwar breite Straßen und so weiter, aber nicht so schlimm. Da ist jetzt nicht wirklich viel Verkehr. Das sind auch die ersten Passagiere für, unsere neue Straßenbahnlinie. Hier biegt jetzt die Straßenbahn absichtlich ab. Hier mache ich wahrscheinlich dann doch meine Ampel hin. Und fährt dann ein Stückchen weiter, um unsere große Kreuzung, die wir hier hinten haben, nicht zu beeinträchtigen, nicht noch zusätzlich mit Straßenbahn zu belasten. Wir haben dafür zusätzlich hier diesen Tunnel gebaut. Den Philips-Tunnel, der unter diese doch etwas stark belastete Kreuzung geht, hier rauskommt und dann weiter gerade durchfährt. Das können wir jetzt einmal durch anschauen. Oder ich ändere jetzt noch mal ganz kurz ein paar weitere Dinge, die mir so aufgefallen sind. Entschuldigung. Zum einen machen wir hier diese Straße noch mal so. Zum anderen können wir dann hier etwas nachverdichten. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was vergessen. Nachlässig von uns. Genau, von uns, weil du bist auch schuld. Du hast es mir nicht gesagt. Dann müssen wir hier nochmal ganz kurz hingehen und eine Ampelstätte einrichten. Eine Ampel einrichten müssen wir. Und zwar wollen wir hier diesen Verkehr einmal priorisieren und dann setzen wir den Verkehr hier ein. Und anschließend in hier. Das ist einfach dafür da, dass unsere Straßenbahnen durchfahren können, ohne dass der eigentliche Verkehr, also der Straßenverkehr, behindert wird. Und dass auch die Ampel, dass die Tram vielleicht hier einfach priorisiert durch kann. Wie wir sehen, die Leute lassen hier schön angenehm Platz. Das Ganze stockt ein bisschen. Vielleicht verhindern wir jetzt hier nochmal ganz kurz, dass die LKWs durchfahren. Dann ist das Stocken ein bisschen geringer. Damit haben wir auch eine Straßenbahn. Wunderbar. Uns fehlen noch knapp 4000 Leute für die nächstgrößere Stadtgröße. Ich glaube nicht, dass wir die, die jetzt in den nächsten 20 Minuten sind es noch, oder 25 Minuten schaffen zu kommen. Leider. Biegen die da ab? Das macht doch so keinen Sinn.
wir da. Ja, die Kreuzung ist schon. Passt schon. Weil ich hätte gerne eine passende Menge an Leuten gehabt, die den Staudamm endlich zu bauen. Ich will diesen blöden Staudamm. Wir können mal nochmal einen Weg reinbauen. Das wird den Berg hier noch ein bisschen bebauen. Da wäre schon so eine schöne kleine Bergsiedlung. Das können wir dann später weiter ausbauen. Ich hoffe, jetzt kommen da auch ein paar Arbeiter hin. Weiterhin brauchen wir halt ein bisschen mehr Wohngebiete und solche Dinge. Die können wir jetzt unseren Leuten gerne geben. Ich bin gerade nur wohin. Hier ist doch noch ein schönes Stück. Also jedes Stück kann man noch gut bebauen. Da ist flaches Land. Ich habe aus der alten Folge gelernt. Hier ist noch eine weitere Kunde. Dementsprechend macht das nicht so viel aus, wenn ich da ein bisschen was abreiße. Hört sich immer gut an. Klingen kann man arbeiten. Ein bisschen was an Wohngebäude. So. Auch noch weitere Geschäftsgebiete. Hier haben wir schwere Industrie, das heißt, hier machen wir Geschäftsgebiete hin. Und die Straße wird auch mal gebaut. So. Bevor wir es vergessen, legen wir noch Wasser hin, damit sie auch was trinken können, während sie in der Dusche stehen. Wir haben jetzt immer noch viele Leute, denen viele, viele Arbeitnehmer fehlen. Das ist leider schade. Die Gebiete hier haben Lärmprobleme. Lärmbelästigung, die Bürger fühlen sich nicht gut. Was will man auch erwarten an der Hauptverkehrsstraße? Ich denke mal, wir zonieren das Ganze einfach mal um und sagen, hier kommen Bürogebäude hin. Bürogebäude sind jetzt weniger lärmanfällig. Das nimmt uns jetzt zwar ein wenig von dieser... ein wenig unsere Skyline weg. Aber besser die Skyline ein bisschen reduziert und die Bürger etwas wohlbehalten haben, als ist schon ständig einen Krankenwagen hinschicken zu müssen. Wie wir hier sehen, hier ist auch ständig irgendwas los. Wenn die sowieso die ganze Zeit da lang fahren wollen. Wir hoffen, dass die Leute auch mal auf die andere Straße fahren. Das hier ist immer noch unser Sorgenkind. Theoretisch könnte ich die Straße auch einfach hier durchführen oder hätte durchführen können und hier eine große Kreuzung draus zu machen. Allerdings das Problem ist mit der Monorail, die ich mir da eingebildet habe, ist das nicht so einfach möglich. Vielleicht muss ich die Monorail auch nochmal rausnehmen und oder hier eine Parallelstraße bauen für den Verkehr. Ursprünglich war das ja unsere Autobahn, die ich absichtlich weggenommen habe, um eine schöne landschaftlich angenehme Monorail zu bauen, die jetzt offensichtlich sehr gut gewirkt hat, wie wir gesehen haben. Auch hier möchte ich eigentlich nicht, dass ihr die Straßenseite ständig wechselt, zu die Spur. Aber
aber wir müssen hier mal die Beschaltung, die Linksabbiegerbeschaltung ein bisschen abändern. Passt, die passt hier nicht. Hier machen wir mal 8 bis 8 draus. So wollte ich das eigentlich auch. Da habe ich sogar gleich noch ein Fehler im System. Na, das ist perfekt. Wo fährst du hin? Du musst bitte auf deiner Richtungsspur bleiben oder so. Das ist. Gut, Krankenwagen können natürlich jederzeit die Spur wechseln, wann und wo sie auch immer wollen. Ja, wir sehen hier schon der passende Rückstau und wir müssen diese drei Kreuzungen eigentlich tatsächlich mal synchronisieren, ansonsten funktioniert das überhaupt nicht. Oder wir erlauben ihm einfach hier links nicht abzubiegen, das könnte auch funktionieren. Oder machen hier sowieso eine Einbahnstraße in die Richtung, allerdings das würde den Busverkehr stören. Ja, ich glaube, die Folge ist doch eine gute Folge, um sowas in Angriff zu nehmen. So, stopp. Löschen. Stopp. Löschen. Stopp. Löschen. Jetzt werde ich das Ganze allerdings nicht mehr variabel machen. Mit variablen Schritten, sondern mit fixen 3 Sekunden Schritten. Einfach um die Rechenzeit zu sparen und um die Ampel einfach ein bisschen besser aufeinander abzustellen. Machen wir es erstmal rot. Hier rot anfangen. Die anderen Schritte auch entsprechend alle rot sind. Außer die Monorail, die bleibt einfach spontan auf grün, da ist mir das egal. Nicht hier löschen, sondern auch nur zufahren. So. Schritt 1. Wir wollen hier das hier machen. Schritt 2. Wir machen es anders. So, Schritt hinzu. So. Der bleibt. Den machen wir mal auf Rot. Den machen wir hier auf Rot. Der bleibt auch. Das sind jetzt 6 Sekunden. Können wir ausschalten. Die schalten wir aus, die schalten wir ein, die machen wir ganz aus. Ja. So, nochmal. Jetzt hinzu.
Das ist jetzt zwar alles ein bisschen wirr ein. Da ist ein grüner. Der ist einer grün. Der ist einer grün. Also ich schaue jetzt gerade, ob die Fußgängerampeln alle grün sind. Irgendwann mal. Auch wenn gerade Ausverkehr dabei ist, das soll mich jetzt erstmal nicht stören. Ich vermute mal, dass nicht so viel. Ich hoffe mal, dass nicht so viel Personen über die Straße laufen. Warum darfst du da stehen? Weil da die Kreuzung falsch eingestellt ist. Dann soll der Verkehr fließen, wenn es nicht, wenn ständig der die Kreuzungsverkehr falsch eingestellt ist. Ja, ich sehe schon das noch. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Schritt hinzufügen. Der ist erlaubt, die Abbieger zu spielen. Den einmal durchzulassen. Den einmal durchzulassen. Das machen wir auf Rot. Das machen wir auf Rot. Das könnte man nochmal auf Grün stellen. Und hier machen wir das auch so, dass die Hauptverkehrsachse wieder durch darf. Dann kann der Verkehr hier nochmal abfließen, während hier nochmal nachkommt. Hoffe ich. Lustigerweise könnte hier der Verkehr rechts rum abbiegen auf die Monorail, was ein bisschen seltsam ist. So, jetzt haben wir den Schritt, um hier die Fahrzeuge nachzudecken. Ja, jetzt kommen hier auch mal ein paar Leute, die geradeaus wollen, an die Reihe. Das ist manchmal gar nicht so einfach, so ein Verkehrsmanagement. Aber es lohnt sich dann doch manchmal. Jetzt kommen die hier von der rechten Spur nicht mehr rüber. Machen wir das nochmal hier. Die Linksabbiegerspur ist nochmal aus. Hier noch mal so eine Runde. Machen wir unser Pierspiel wieder aus. Wir hier noch ein bisschen rechts abbiegen haben. Damit die dann auch irgendwann mal zum Zuge kommen, weil ich glaube, die wollen auch hier links rum und auf die Geradeausspur. Alternativ ist das hier einfach ein guter Zeitpunkt, um die beiden Straßen achtspurig zu machen. Ah, jetzt geht's. Jetzt kommen da ein paar Leute.
Oder wir sparen uns einfach die Sekunde noch, die Achtspurigkeit, und werden das dann entsprechend einfach später machen. Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich es gerade so schön eingerichtet. Jetzt machen wir es doch achtspurig. Diese Straße hier brauche ich. Tschüss, Bäume. Tut mir sehr leid, aber tschüss, Bäume. Jetzt haben wir hier natürlich sowieso nur die Möglichkeit, das so zu machen. Passt. Radius-Abbiegerspuren passt auch. So, das passt. Nein, 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 nein. So will ich das. So passt das. Das passt sowieso. Das mal geradeaus, zwei links, das passt. Die setze ich mich einmal ganz kurz anders hin. Die Ampel ist hoffentlich noch geblieben. Diese Monorail macht dann doch schon einiges an Nadelöhr. Vielleicht werden wir auch einfach beide Spuren geradeaus machen. Also zwei Spuren geradeaus. Vielleicht machen wir auch noch mal die Straße ein bisschen breiter. Nicht ganz so breit, sondern eher so breit. So, dann haben wir nicht zwei Spuren, die geradeaus dürfen. Kann der Verkehr sich besser aufteilen. Dadurch, dass es jetzt keine 8 Spuren sind, können die Leute sogar nebenan noch bis parken. Ich glaube, jetzt haben wir einen Großteil des Problems erledigt, außer das, was sich hier gerade anstaut. Das machen wir jetzt aber auch schnell weg. Gemacht, weil ich wusste, ich vergesse wieder die Zonierung hinzusetzen. So. Hat er jetzt die Ampel hoffentlich noch gemacht? Ich hoffe, die Ampelsteuerung hat er sich jetzt gemerkt. Hier können wir das Ganze mal ändern, indem wir geradeaus freigeben. Weil der Verkehr stört sich daran nicht. Die Busse fahren sowieso wie sie wollen, das kennt ihr ja von echten Busfahrern. Da interessiert es niemanden, ob er jetzt nur links, rechts oder geradeaus fährt. Hauptsache, er kann irgendwas fahren. Vermute mal, mit der stärkeren Straße hier funktioniert das auch ein bisschen besser. Jetzt können wir uns natürlich mal hier drum kümmern.
Kiki, sondern ich hätte jetzt gerne hier einfach ein Vorfahrtsstraßenschild. Das heißt, die Straßenbahnen werden einfach bevorzugt, was das Rein- und Ausfahren geht. Und was wir noch gleichzeitig machen, ist hier das Gebot wegzunehmen, dass die stehen bleiben müssen. Ich bringe jetzt natürlich ein paar mehr Leute rein. Die Frage ist, warum fährt diese Bahn hier nicht? Boah, wartet die? Sie ist unterwegs, das ist schön. Na gut, die wird wahrscheinlich irgendwann despawnen. Genau. Wir haben ihnen die Spurverbinder weggenommen, also machen sie wieder, was sie wollen. Wir sehen ja, Verkehrschaos vorprogrammiert, wenn jeder tut, was er will. Das ist wie auf deutschen Autobahnen. Der biegt auch einfach irgendwo hin ab, wo es ihm gefällt, das ist auch in Ordnung. Irgendwas stimmt mit den Leuten nicht. Ich glaube, hier geradeaus müssen wir noch ein bisschen besser priorisieren. Wobei, wenn es einmal durchfährt, dann fährt es auch einmal durch. Buslinie hier. Buslinie, Entschuldigung. Die muss da eigentlich auch darüber fahren. Den Bus hier mal weg. Das machen wir so. Zwingen ihn quasi zum Vorab abzubiegen. Okay. Hätte ich jetzt gerne irgendwas mit Buslinie, dass wir die auch entsprechend priorisieren könnten, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Die Linksabbieger sind immer noch sehr, sehr stark. Dann müssen wir das vielleicht einmal so upgraden. Dann haben wir nämlich zwei Linksabbiegerspuren und die können sie beide befüllen. Macht das hier mit der 8-Spurigen auch einen Sinn? Weil dreispurig und vierspurig gibt es leider nicht, nur zweispurig und vierspurig. Ich glaube, ich rede mal wieder zu viel. Wir sind nämlich wieder am Ende der Folge angekommen und aus diesem Grund werde ich mich jetzt verabschieden. Ich sage ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr hier zugeschaut habt und ich freue mich darauf, solltet ihr die nächste Folge wieder anschauen. Dann sehen wir uns nämlich quasi in 2 Tagen. Was machen die da? Sollen die doch gar nicht machen. Also wir sehen uns dann in 2 Tagen und dementsprechend eine wunderschöne Zeit bis dahin. Möge der Verkehr etwas mit euch sein. 60%, wir haben immerhin 2% über diese Folge geschafft. Also dann, ciao, ciao.